Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon X und Y Wi-Fi Battle Nummer 45. Es geht endlich wieder weiter mit Wi-Fi Battles und wie ihr hört, Present LP ist mit dabei. Nein. Doch. Nein. Wir werden heute live gegeneinander kämpfen. Ja. Viele Leute haben sich Wi-Fi Battles wieder gewünscht, denn ich habe ja die Pyramide jetzt so eingebaut, dass sie jetzt auch montags und freitags kommt. Da kommen wir bis Omega Rubin und Alpha Saphir, kommen wir dann trotzdem auf 50 Parts, also keine Angst. Und ja, wir machen einen Live-Kampf gegen Present LP. Richtig. Und jeder darf nur ein OU-Pokémon mitnehmen. Und der Rest ist freigestellt. Sehr schön abgesprochen. Sehr schön abgesprochen. Was ist eigentlich dein OU? Ich habe gar keinen Plan mehr über die TIS. Ich glaube, Lurak, oder? Richtig. Okay. Der Rest ist UU bis NU. Ja. Ja. Ich hatte Bock auf Feuer. Ich mag den Typen eigentlich sehr gerne. Ich habe Lust, mit dem Feuer zu spielen. Okay, ihr seht jetzt mein Team gerade nicht. Ihr seht's im Rahmen. Stimmt ja, ich habe den Rahmen ganz vergessen. Ich habe so lange keine Wi-Fi-Battles mehr gemacht. Ihr seht meine Pokémon im Rahmen. Wir haben ein Pixie, ein Impergator, ein, ich wollte schon Lancelot sagen, ein Cavalanzas, ein Hundemon, ein Voltula und ein Klickety-Klack. Nee, warte, Klick-Di-Klack war die letzte Entwicklung. Ich glaube, Klick-Diskus, oder? Aha, du hast die zweite Entwicklung. Genau, okay. Ich habe die zweite Entwicklung. Ah, stimmt. Jetzt tricky. Tricky. Okay, womit liegen wir? Womit liegst du? Ja, ich habe schon ausgewählt. Ah ja, okay. Der ist mir schon voraus. Ich merke es hier schon. Oh, ich kenne deinen Echner toll. Ja, mein liebes Echner toll. Mein liebes Mrs. Bulk, ne? Genau, ja. Mrs. Bulk. Ich wusste, irgendwas mit Mrs. war's. Ach ja, das ist so lustig. Und freust du dich heute hier zu sein? Ja, natürlich, ne? Wer ist nicht gerne bei so einem riesigen YouTuber hier, ne? Ja, riesig wie riesig. Genau. Der größte auf ganz genau. YouTube. Ja, 5 Milliarden. Genau. Oh nein, die Spider. Ich hasse Voltula, weil du einfach mit einem Klebenetz kommen kannst und das stört mich so stark. Klebenetz ist echt mies. Vor allem, ich schau mir mal ein Team an. Nee, du hast keinen Spinner dabei. Richtig, ich habe selten Spinner leider, weil ich habe nicht so viele Pokémon. Okay, der Mogelhieb ist. Ja, dann kann ich den Fokusgurt damit zerstören. Die Sache ist, du bist schneller. Ja. Das ist mein Problem. Oh, okay. Jetzt sieht's aus. Oh nein. Jetzt kommt's drauf an. Okay. Natürlich, hat er nicht Feuerfänger? Ja, ne? Ja. Oh nein. Das hätte ich predikten können. Ah. Hete. So. Damit haben wir jetzt unser Hundemon. Schön geboostet, ne? Schön geboostet. Auch noch Shiny, dein Devil. Mein Devil kennen vielleicht schon manche Leute aus der Pyramide. Jetzt ist die Frage, was möchtest du wohl machen hier, ne? Ja, frage ich mich bei dir gerade auch. Ja. Oh, okay. Mega Hundemon hier. Leider ohne Sonne. Ja, ich finde irgendwie die Farbe von Mega Hundemon, ich finde dieses Rot und dieses Blau, finde ich irgendwie saucool und du bist schneller als ich. Ja, natürlich. Dachtest du etwa, du bist schneller? Ich habe gerade irgendwie die Base-Werte von Panfernos Initiative nicht im Kopf gehabt. Panfernos ist ziemlich schnell eigentlich und ich spiele ihn, wobei ich muss ja nicht alles spoilern, aber okay. Ich bin so oder so schneller. Ja. Okay, damit muss ich leben. Ja, so ist das. So, was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, ich sweepe hier mit Panferno durch. Genau, auf jeden Fall. Ich sollte lieber aufgeben. Ja, glaube ich auch. Okay, jetzt sehen wir. Oh nein. Das Monster. Gegen Pixie habe ich wirklich so gar nichts. Ich weiß echt nicht, wie man es treffen soll. Das Monster. Was kannst du denn so? Pixie. Doch, ich habe das richtige Item, glaube ich. Doch, müsste ich drauf haben. Der Name ist wieder mal einfallsreich, kennt man ja von mir. Fairy. Sehr einfallsreich. Ja. So, komm schon, bitte lass mich richtig predicted haben. Jawoll. Und bitte, richtiger Predict. Jawoll. Oh nein, mach mir nicht Angst. Oh nein. Jetzt geht's los. Na, darauf habe ich keine Lust. Ja, okay, ja, tschüss. Tschüss, ja, bis zum nächsten Video. Okay. Ich bin aber vorbereitet gegen Gift-Pokémon. Oh nein. Gerade in dem Moment habe ich einen Move eingesetzt und hätte dann... Okay. Ich weiß jetzt aber auch nicht, das müssen wir jetzt sehen, ob das jetzt richtig war, was ich gemacht habe. Kraftvorrat. Ah, das kenne ich sonst nur von Simulara. Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, weißt du, was die Attacke bringt? Umso mehr, wenn man die irgendwie Statuswertveränderung hat oder so, Ja, also umso stärker wird umso die weit, Attacke. genau, umso mehr man sich boostet, umso Ja. stärker wird's. Genau. So war das. Genau so und nicht anders. Genau. Oder wechselst du sogar aus? Okay. Ah, das ärgert mich jetzt ein bisschen mit meinen Hundemon, dass ich das so leichtsinnig. Klick. Klick. Ich glaube. Auch sehr, sehr fantasievoll. Genau, ich glaube, mein Klick-Klack heißt einfach Klick-Klack oder so. Auf jeden Fall sehr, Ja, ja, besser geht's kreativ, nicht. kreativ, das wollte ich sagen. Du hast Erdbeben auf deinem Ja, Aber? natürlich. Verdammt. Ich bin meins ohne Erdbeben. Ich finde, das ist immer ziemlich gut, dieses Set. Ich bin meins mit Nassschweif. Okay, habe ich Weißt noch du, nie wegen gesehen. Einrollen, Genauigkeit erhöhen, Nassschweif Ja. 100%. Das hat mir schon oft geholfen. In meinem letzten Stream zum Beispiel war Ja, ich das sehr hilfreich. habe halt Einrollen auch vor allem wegen Mülltreffer. Und Klickdiskus sollte mich nicht besiegen, ja, das ist gut. Wobei, Komm ach, das ist, schon. nein, okay, gut, Nein, verdammt. ja. Wie viel KP? Komm, wie viel KP? Vier. Sehr schön. Genauso wollte ich das haben. Das war Auf alles jeden Fall, das geplant. war alles geplant, damit du mit irgendeiner hier Dingensattacke kommst. Wie heißt das? Rio, Prioritätsattacke genau. natürlich. Jetzt ist die Ja, Frage, schon zwei Pokémon auseinandergenommen? aber. Ja, das gefällt mir gerade nicht so gut. Da kommt das Impergator. Mein Imperator. War dumm. Oh Mann. Und viele kennen ja vielleicht das Moveset von Impegator. Ja, der hat wahrscheinlich Aquajet. Ne? Ja? Ne? Ja? Aber nein, okay. Drachentanz. Prediction. Oh. Oh. Ach ja, ich Das sind finde, gerade. Impegator ist ein schönes Pokémon. Ja, das stimmt, aber. Das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Glaube ich dir. Das gefällt mir gar nicht. Ich finde den Namen von dem Arbok sehr cool. Sweep. Ich habe schon mit ihm den einen oder anderen Sweep hingelegt, weil die meisten ihn echt unterschätzen. Obwohl er im NU ist, wird er Okay, echt ja, unterschätzt. klar. Arbok auf jeden Fall. Oh nein, mein schöner Oh Sturzbach. nein, das ist ja so schlimm. Nein. Du brauchst ja Sturzbach auf jeden Fall. Mein Sturzbach. Ja. Was soll ich nur ohne meinen Sturzbach tun? Oh, ich dachte, das wäre das Mrs. Bulk mit Rollenhelm. Ha, schade. War's doch, oder nicht? Ach nee, war's Nee, nicht. Leftovers. Stimmt. Oh nein, dann Stimmt. geht auch nochmal auf den Drachentanz hier. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe ja Recover Damage bekommen, aber das war ja von meinem Leben. Oh. Ja. Komm Richtig schon, gut triff, noch. triff, triff. Ja, okay. Oh nein, ihr Licht ist ja voll Das ist doof. ja voll doof, ne? Das geht gar nicht. Das kannst du mir noch nicht antun. Ich könnte jetzt. Nee, das ist mir Ja. zu Ja, riskant. erzähl mir ruhig, ich habe kein Problem, deine Pläne zu erfahren. Nee, nee, Nein. nee, 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 alles okay. Ach. Ich weiß nicht, ich habe mal erfahren, ich kann jetzt auch total Bullshit labern, falls ja, tut present mich jetzt korrigieren. Okay. Und zwar habe ich gehört, dass ihr Licht so viel ausmacht wie drei Angriffsboost. Habe ich gehört. Ich glaube, mit drei Angriffsboosts bist du schon im Plus, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nach zwei Angriffsboosts wird Also das. es wird sozusagen doppelt verringert. Ah, ich weiß gerade selber nicht. Ja, okay, wir sind Wir nicht sind schlau dumm. genug. Ja, wir Wir sind sind einfach. dumm. Wir sind YouTuber, kommt. Also, wir sind. Genau, wir dürfen Ja, wir sind das. ungepflegte Menschen. Wieso gehst du überhaupt auf eine Wasserdüse? Du bist Weiß doch ich schneller. nicht. Du bist doch viel schneller. Nein, das liegt an meinem Move-Pool. Okay. Den kann ich jetzt. Oh, sogar ein Crit. Ich habe noch Icy drauf. Ja. Und Kraftkoloss. Ja, okay. Na dann. Wobei ich halt auch überlege, Kaskade gegen irgendwas zu wechseln. Der Kampf sieht echt nicht gut für mich aus. Ja, schon 3-0. Das darfst du nicht hochladen, wenn du schon so hoch verlierst, ne? Nee, das kann ich nicht hochladen. Leute, Leute, tschüss. Tschüss. nee. Okay, was machen Ja, wir? 3-0 sage ich. Ich meine, 6-3. Ja, Ja. das ist die große Frage, ne? Was machst du? Ja, doch, 3-0 ist schon. Ah, oh, Mann, ich vergesse ständig ihr Licht. Ja, so ist das. Das gefällt mir gerade echt nicht. Vor allem alle meine physischen Pokémon. Hast du überhaupt noch ein spezielles, außer Voltula? Pixie hast Mein du noch, oder? Hexerfang. Ja, ich habe Pixie noch. Pixie regelt das noch. Ich sag's euch, Leute. Ja, auf jeden Fall. Ich finde schade. Warte mal. Ich erinnere mich an dein Mrs. Bulk. Ja? Spielst Erholung drauf. Nein. Das kann, so viel Nicht? kann ich sagen, ne? Ich bin mal nett. Nein, Okay. das spiele ich auf jeden Fall nicht drauf.
Dann habe ich was falsch gedacht. Vergesst, was ich gesagt habe. Oh Mann, jetzt ist das Problem. Ich verrate jetzt auch wieder meine Taktik. Ich bin gebandet. Oh, okay. Und ich kann jetzt nichts machen, außer Eisenschädel drücken. Oh Mann. Dann war mein Wechsel ja gar nicht mal so schlecht. Ja, Mrs. Bulk ist gefährlich für mich. Es sieht nach einem 6-0-Sweep aus. Ach nein, ach. Razor ist doch voll der Pro, der wird sich da noch reinschlagen können und irgendwie gewinnen. Oh, du wächst sogar aus, okay. Ja, aber ich glaube auch nicht sehr erfolgreich. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Jetzt Frage. Kommt Lichtkanon Glurak of Doom. Auf jeden Fall. Oder Eisenschädel Glurak X. Nee. Ich spiele gerne Glurak Y. Obwohl ich auch Glurak X habe, aber Y finde ich cooler. Ja, finde ich auch irgendwie besser. Gerade durch diesen Sonnenboost ja, und genau. Flammenwurf oder Feuersturm ist einfach so krass. Das stimmt. Du könntest ja jetzt hier auch mit einem krassen Pixie-Sweep kommen, ne? Mit deiner Cosmic-Kraft und so. Aber okay, nee, Flammenwurf macht zu viel. Das macht zu viel. Das ist einfach die Macht des Gluraks. Dum. Ich dachte kurze Zeit, dass du irgendwie Schwächenschutz drauf hast, aber Feuer ist ja gar nicht sehr effektiv, egal. Nee, das ist nur, Fee ist ja nicht sehr effektiv gegen, du weißt schon. Ja, ich weiß, ich habe nur kurz falsch, was falsch gesehen. Ja, kein Problem. Und hält das aus mit der Kosmikkraft? Ah, nee. Knapp. Weißt du, was Pixie noch kann? Was denn? Mondschein. Ja, ich weiß, oder Wunschtraum, ja, okay, auch noch. Ja, aber ich spiele es lieber mit Mondschein, wenn. Also ich spiele meins mit, für die Leute, die es jetzt vielleicht interessiert, wie spielst du dein Pixie? Wieso ist das ein Oyu? Kosmikkraft, Mondschein, Zauberschein, Scheinschein, und Kraftvorrat. Okay. Das wollten alle wissen. Das war die Frage des Tages. Genau. Und da ich weiß, dass du schneller bist, wechsle ich ganz schnell aus. Außer du bist mäßig, aber das glaube ich nicht. Schon noch ein Spezialangriff mehr. Yay! Und der Donnerkick dann unternehmen. Voll mit Facettenauge und alles. Oh Mann. Das Glück ist auf deiner Seite. Ja, es ist immer. Und da kommt das Klebenetz, was ziemlich spät kommt. Ja, ich glaube, das am Anfang mit Hundemon war echt fatal. Ich hätte. Ja. Ich muss mich über Pokémon. 3 KP. Oh, okay. Mit Pokémon mehr auseinandersetzen. Wisst ihr, ich spiele Pokémon erst seit gestern. Und der Donner geht wieder daneben. Was ist das denn? Du hast Facettenauge drauf, oder? Doch, ich müsste Facettenauge drauf haben, ja. Komisch. Auf was für eine Genauigkeit kommt es dann? 93 oder 92, irgendwas. Ja, aber bei mir geht alles, was unter 99 ist, daneben. Ja, es hat Facettenauge. Ich würde es euch jetzt gerne hier einblenden, aber es hat Facettenauge, Tatsache. Oh Mann, echt. Das ist krass. Das Glück ist eindeutig auf meiner Seite. Auf jeden Fall, wie immer. Wie immer. So, und da kommt jetzt das der tolle Lancelot-Sweep mit Verbrennung. Und gebandet. Genau. Okay. Und wir holen jetzt alles raus. Ja, auf jeden Fall. Da wechsle ich noch nicht mal aus. Komm. Da ist er immer so nett. Wobei, das macht ja gar nichts. Okay, viel Ender. Und der geht daneben. Leute. Es ist so lustig. Ich glaube, viele Leute haben Spaß daran, gegen mich zu kämpfen. Auf jeden Fall. Wenn sie so gewinnen, ja, definitiv. Ja. So, nochmal okay, mein Fire Hero. Glurak. Und viel Ender trifft vielleicht diesmal sogar. Oh, es trifft. Oh. Krass. Aber es wird nichts machen, also. Doch, das reicht fast aus. Ja, auf jeden Fall. Mit dem fünffachen Crit wird das definitiv was. Sechsfach, dachte ich. Ah, okay, dann, ja, stimmt, hast recht. Tut mir leid. Okay, da kommt der Flammenwurf. Und da hast du mich tatsächlich echt 6-0 besiegt. Oh, krass. Mann, ja. Das riecht nach einer Revanche. Also Leute, ihr seht, Razor ist total schlecht, ne? Ja, deabonniert ihn jetzt, auf jeden genau, Fall. Genau, ich habe erst seit gestern mit Pokémon angefangen, müsst ihr genau wissen. Das stimmt, das ist bin noch traurig, ja. Okay, den speichere ich nicht. Ich habe ihn ja gerade aufgenommen. Aber Freunde, auch ein Razor verliert mal. Ja, so ist das. Auch so hoch, ne? Auch so, ja. Jetzt seht ihr mal die Macht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall beim Present LP, dem Skiller, vorbei. Auf jeden Fall. Der mich hier zerstört hat. Und ja, Freunde, Wi-Fi-Battles werden in Zukunft öfter kommen. Schreibt mir in die Kommentare, ob live oder nicht live. Ich denke mal, bei live ist es nochmal ein bisschen interessanter, da ich dann
vielleicht auch mal 6-0 verliere, aber dann kommt zwar nicht immer so extrem spannende Matches raus, aber halt trotzdem sehr interessante Kämpfe. Vor allem sieht man dann auch mal die Fehler, die ich live mache. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, schaut bei Present LP vorbei, Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und du fängst auch demnächst mit Wi-Fi Battles an, habe ich gehört. Richtig, mache ich bald. Irgendwann. Irgendwann bald, wenn Nintendo mal mitspielt. Nein, wird schon. Genau, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.